Hat es sturmsicher gemacht? Ja, ich glaube schon. Das Material ist am Baum gebunden. Ja, schön angebunden, kann nicht wegfliegen auf jeden Fall. Ja. Und der Wind ist plötzlich kalt, ey. Frisch. Eisig. Ich glaube, es soll auch hageln irgendwo. Hallo in die neue Woche. Wir starten die Woche stürmisch. Ja. Was ganz Ungewohntes für hier. Gewitter und so. Und aber wir haben es hier noch recht gut im Vergleich zum Rest von Griechenland und Festland. Da ging es, glaube ich, richtig ab mit Hagel und allem Hochwasser. Also so ein Riesengebiet haben wir gesehen, was so rumzirkelt. Genau. Wir haben es gut bestanden. Ja. Jetzt kommt aber die nächste Regenfront von der anderen Seite. Da kommt es wieder schwarz. Und falls ihr es gesehen habt, wir haben es umgestellt. Ja. Wir stehen jetzt ganz hinten im Platz. Das ist nochmal anders, weil es kam eine neue Truppe Camper an. Das sieht man sie. Und ja. Hier hinten stehen wir eigentlich ganz nett. Und auch vom Schatten. Vor allem diese Bäume geben vor allem nachmittags hier hinten ganz viel Schatten, wo man entspannt sitzen kann, wo es auch schön windet. Genau, und es gibt ein bisschen Abwechslung für uns. Ja. Was denkst du? Wie lange dauert es noch? Ich schätze mal, ja, das ist schwierig zu sagen. Von dieser Seite habe ich das Gefühl, dauert es auch länger, bevor dann der Sturm wirklich da ist. Aber da ist schon auch dunkel. Ja, aber es kann auch sein, wie, weißt du noch, vorgestern ist auch sowas angekommen, ist vorbeigezogen. Stimmt. Auf jeden Fall, Kate, packen wir jetzt erstmal die Sachen im Bus, ne? So wie gestern. Sicher ist sicher, man weiß nicht, was abgeht mit Wind und so. Nee, abends und dann kannst du auch nicht wegfliegen. Ja, so machen wir das. Klappe zu, ab dort. Was ist das so? Steht sie mit ihr Besen. Ja, ja. Alle Ameisen weggefegt. Ja. Aber es ist untypisch, ne, dass man alles wegpacken muss. Wegpacken muss. Stimmt. Sogar das Aussprechen ist schon schwierig. Normal einfach immer Sonnenschein war. Ja, und wir haben ewig bis spät abends einfach draußen gesessen und man ging nur rein zum ins Bettchen gehen. Das stimmt. Ja, und jetzt ist es schon eher so. Ja, untypisch. Auch nicht so dieses, morgens geht der Wind an, zack, bis 3, 4 mittags und dann geht er langsam weg. Sondern wir hatten jetzt nicht so viele Windtage. Nee, es waren aber trotzdem eigentlich viele auf dem Wasser, weil wir mit dem Wings können wir doch eigentlich recht, ja, recht schnell drauf mit wenig Wind und dann haben wir doch das schönste. Ja, ja. Und wir waren zusammen auf dem Wasser. Ja. Bei ganz leicht Wind war fast kein Wind. Ja. Wir haben probiert, ein bisschen synchron zu fahren, zusammen die Halse. Ja. Und Matteo hat uns wieder mit der Drohne gefilmt, das könnt ihr jetzt mal angucken. guten Morgen von uns. Wir haben den Sturm gut überstanden. Ja. Es tröpfelt noch ein bisschen, es ist alles nass. Ja, alles sehr schlammig auch. Ja, der Boden. Ja, wir sind froh, dass wir Allrad haben. Und wir verlassen das Plätzchen, weil wir Wasser füllen müssen. Und ein paar Kleinigkeiten einkaufen wieder. Ein bisschen Obst. Später. Ja. So Sachen. Genau. Und wir nehmen euch mal mit. Zurück vom Einkauf, yes. Und wir haben uns schon wieder umgestellt. Ja. Jetzt gibt es hier erstmal was zu snacken, diese Blätterteig-Feta, oder? Mhm. Käse. Ja. Lecker. Und dann nachher kann es vielleicht Pumpfoilen gehen, weil es gibt keinen Wind, flaches Wasser. Ja, oder es kommt Wind, denkst du nicht? Ah ja, vielleicht auch. Ja. Genau. Wir schauen. Ja. Und so stehen wir jetzt hier. Direkt hier Bäume, hinter uns Bäume, perfekt für den Schatten. Dann gehen wir raus aufs Wasser. Ab aufs Wasser. Vamos! Hi, let's go. Woo. All right, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast: a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter, shots till I drop. Gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, whoa, yeah. I'm busy trying to take it higher. Got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company. They all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, I want this to stay. Guten Morgen, gerade aufgestanden. Es ist noch sehr ruhig hier, auch auf dem Platz. Da sind noch ein paar Wolken, aber das sind, glaube ich, echt die letzten Reste vom Sturm. Sollte ab jetzt dann richtig angenehm und warm werden. Sehr warm. 2 Tage richtig Sonne. Und hier liegt mein Katie, und was sagt sie? Ich habe wieder Lust auf Sonne. Du hast Lust auf Sonne schon wieder? Ja, so nach so einem... Gestern war echt irgendwie so ein bisschen ein Regentag. Ja. So geregnet, wieder trocken, geregnet. Das hat mich doch arg an den Norden auch ein bisschen erinnert. Hatten wir genug schon. Ja. Ich freue mich wieder auf Sonne, Wind. Wobei, gestern waren wir ja noch auf dem Wasser. Mhm. Die Aufnahmen habt ihr gesehen. Und mein 360 wird immer besser. Ja, richtig stark, also richtig gut. Ja. Und macht ja auch richtig Spaß, ne, zu springen jetzt. Ja. Ja. Ja, am Anfang fandst du noch echt so... Ganz am Anfang habe ich gesagt, nee, ich springe niemals mit einem Foil und dem Wing, also nie im Leben. Jetzt. Ja, und jetzt springt sie schon 360, sehr, sehr schön. Es sieht echt gut aus. Ja, macht Spaß. Ja. Und was auch viel mehr Spaß macht ist, oder immer mehr Spaß macht, wir haben mal versucht so zu Pumpfoilen in die Tagen, wo kein Wind war und Sonne. Es lag hier beim Surfcenter ein riesen SUP, so ein aufblasbares Stand-Up-Paddleboard. Und von daraus konnten wir dann starten, kurz anrennen und aufs Board springen, nur aufs Board mit Foil. Und wenn man dann es richtig timet, kann man so, naja, ihr habt es schon gesehen, weiter pumpen. Und ja, das war auch richtig cool. Also wir haben uns auch ein bisschen gefilmt, kommt hier mal. Man sieht ja jetzt nur deine Füße. Dann liegt sie dann. Ja, ich mache einen Kaffee und dann kommt sie bestimmt auch gleich raus. Ja. Ja. Also das denkst du auch, oder? Kaffee kriegt ihr schon aus Bett. Ja. Ja. Weil es ist so Wetter, dass man auch Kaffee wieder im Bett trinken kann, finde ich. Ah, du willst Kaffee sogar im Bett. Du kommst nicht raus. Ach so. Ich hätte gesagt, du kommst raus dann. Ah, hast du nicht gerade gesagt Kaffee im Bett? Nee, ich mach Kaffee und dann kommst du bestimmt raus. Ah, raus aus dem Bett. Ich hab nur Bett gehört. Ja, ich komme raus. Sehr schön, weil dann starten wir mal das Wochenende. Und dann war's das auch direkt für diese Woche. Ja, müsst ihr wieder eine Woche warten. Ja. Ja. Macht's euch daheim schön. Machen wir das auch. Und... ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, ja, gute Woche und dann bis nächste Woche. Bis dahin. Dach, dach. Dui, dui.